pass auf, wir gucken uns nochmal eben hier die Waffe an. It's one of the BARs. So, einmal das und einmal ein Magazin. Was wir nicht weiter untersuchen können, ist in Ordnung. So. I know that guy. Felix Alvaro. He's one of the guys from the ship. His name was on the manifest. Looks like McGoldrick wasn't the only one to get a message. Hey, Alvaro. Hey, Lieutenant. He's just a plain detective now, Chico. Who's the Jughead? This is my partner, Roy Earl. We just want to find out what happened. What happened is that someone took a shot at my bus. And the cops turned up and started treating me like I'm some sort of pachuco punk. My people have been in California for over 300 years. Very fucking admirable, Felix. So. Was weißt du über den, diesen komischen Raub da? Also, was... wo das Schiff ausgeraubt wurde? You hear anything about the big heist on the Coolridge? Yeah, I heard about it. So what happened? Not much. The cops came and interviewed me and all the other guys on the ship. Mm-hmm. Ja gut. Da bin ich jetzt ein bisschen am Überlegen, entweder Wahrheit oder Anzweifeln. Aber ich würde es jetzt mal mit Wahrheit probieren, weil es... naja gut. Sieht doch ein bisschen komisch aus. Na naja, komm, ich nehme Wahrheit. Na gut. Morphine is turning up everywhere. People are dying. You got something you want to tell me? I'm a bus driver. Do I look like I run a dope racket? Yep, siehst du. So, Motiv für Schießerei. Oder Scheißerei. Who's shooting at you, Felix? How the fuck do I know? Hmm. Das ist ja alles das geklaute Zeug. Hier nochmal der Coolridge-Raub. Hier, und hier steht ja auch drin, Notizbuch mit Details zum Anschlag auf Alvaro. Also, der hat das doch irgendwie mitgekriegt. Also, das ist eine Lüge. The dead guy on the roof works for Mickey Cohen. Why would Cohen want you dead? Man, I don't know anything about Mickey Cohen or any of those gangsters. Ja, du, ich habe das Notizbuch des Scharfschützen gefunden. Your yes! Was in the sniper's notebook. Level with me, Felix. Cohen thinks because we were on the boat, we have the morphine. Courtney's meeting those guys to sort it out. Courtney Sheldon? Yeah. You remember Sheldon, don't you, Cole? We'll be in touch, Felix. You heard that Jack is in LA? I saw his name on the manifest. He's been here a couple of months. Sasha. Sure glad to see you got over your wound, Lieutenant. I mean, Detective. Mm-hmm. So, Jack Kelso finden. He's been under fire before. You buying a story? Not for a minute. Mhm. Gut, ich gehe jetzt aber mal eben hoch auf Beenden. Weil es hat ja gerade gespeichert, das ist auch gut so. So. L.A. Noir. So. Dann gehen wir auch mal auf Fortsetzen. Nicht wundern, dass ich hier zweimal noch Patrouille drin habe. Da wollte ich nochmal was ausprobieren. So, offenkundige Bestimmung. Ja. Ladebildschirm ist wunderschön. Das ist unglaublich. Welche Arbeit da reingesteckt wurde, ist unglaublich. So. Waren wir da jetzt fertig? Pretty cool customer. Ja. He's been under fire before. You buying a story? Not for a minute. So, ja, sieht jetzt auf jeden Fall ein bisschen... Achso, jetzt müssen wir erstmal den Dings hier benutzen. Moment. Hallo! Ich muss ja mal ganz kurz ans Telefon. Ich hab zu tun. Phelps, 1247. Detective.
I need an address on a Jack Kelso. Just a second. Ich möchte eine Pizza. Jack Kelso, apartment 4, 1408 North El Centro Avenue, Hollywood. Mhm. Thank you. Dankeschön. So, hier, komm, dann aber ganz schnell und zackig dahin. So, Kollege Haas, ich mach mich mal vom Acker, ne? Ja, ist doch alles schon geklärt. Der Bus ist durchlöchert, er fährt damit jetzt hoffentlich weg. Obwohl, der Bus dürfte eigentlich gar nicht mehr fahrbereit sein, aber egal. Mich fragt hier sowieso keine Sau. So, Hollywood Revier, wir fahren einmal zu Kelsos Apartment. So. Jack was a company sergeant. He would never get involved in something like this. We brace him and drag him downtown. Won't work. Whoa, Alter! Oh, schöner Frame-Einbruch. Oh, ich freue mich wirklich. Der hat echt gezogen. Meine Güte. Ah, Leute! Nicht vors Auto laufen. Ihr seht genau, dass ich hier lang fahre. Sollte man vorbeispringen. Ansonsten seid ihr tot. Oh, wir sind schon da. Okay. Hätte ich ja nicht gedacht, dass das so schnell geht. Weil wir brauchen ja noch ein paar Straßenverbrechen. This is Detective Roy Earle. Hello, Cole. We would like a word. Would you like to come inside? Actually, we'd prefer if you'd come downtown with us. Do you mind? Do I have any choice? No. You don't. Are you going to tell me what this is all about? It would be better for all of us if we discussed it at the station. Bad move, Cole. How have you been, Jack? Cut the crap. You pick me up in front of my apartment like a common criminal and then expect small talk? Fuck you. Naja. So. Womit fangen wir denn mal an? Hey, komm, Ex-Marine McGoldrick. Did you know that Eddie McGoldrick recently came into money and bought a nightclub? No, I didn't know that. Mhm. Davon weiß er nichts. Ja. Guckt eigentlich sehr sicher. Da würde ich jetzt mal auf Wahrheit gehen. Jawohl. You didn't know that some mobsters blew his brains out last night. No, I didn't. Mhm. So, womit machen wir denn weiter? Hier Morphium aus dem Armeevorrat. Do you know that there's a gang war going on in LA trying to recover that stolen morphine? That has nothing to do with me. Mhm. Ja gut. Sein Blick ist es auf jeden Fall anders als gerade bei der Wahrheit. Das ist jetzt nur die Frage, ob ich da jetzt auf Anzweifeln oder Lüge gehe. Aber ich habe ja jetzt nicht irgendwie, was ich Ihnen als Beweis dann vorlegen kann. Also ich zweifle es lieber an. Ja, super. Sure would be gripping to hear more of your life story, boys, but the truth is, I don't give a fuck. You were on the boat, Kelso. What happened? Do you really think a bunch of Marines could muscle in on the dope rackets in this town? Between the vice squad and the mob, I hear it's pretty sewn up. You better watch your mouth. Das war schon mal richtig, sehr schön. So, von der Coolridge gestohlene Waffen. You heard that a crate of BARs went missing? No, I didn't. Da wusste er nichts. Na, also er guckt jetzt zwar sehr sicher, aber ich würde da eigentlich eher auf Anzweifeln gehen.
Könnte zwar ein Fehler sein, aber ich versuch's mit Anzweifeln. Ja. Gut. The goddamn fool. So, und dann hier noch der Coolridge Raub. What do you know about the Army surplus robbery from the Coolridge, Jack? What I know is that on three separate occasions you would have been dead if it weren't for me. I don't know anything about the robbery. Da weiß er nichts drüber. Ja, ist jetzt nur die Frage, ob ich da jetzt auf Wahrheit gehe oder doch auf Anzweifeln. Also die Institution, die werde ich mir noch aufheben. Ich zweifle lieber an. People are dying because morphine intended to help servicemen is being used on the street. Now we have guys from our old unit being killed by mobsters. We can put two and two together, Jack. Gratitude isn't a concept that has much effect on you, is it, Cole? Answer the question, Jack. Let's get this over with. I was interviewed when the robbery took place. I don't have anything further to add. Jack, we just want information. Bullshit, Cole. Did you seriously believe that dragging me down here would get me to give up my own guys? You call yourself a Marine? Trying to make a name for yourself with this shitheel? Look at this chump with this $200 suit and $2,000 car. The tough guy act is really impressive. I like you, Jack. I'd like to make you for this. I really would. I'm gonna be working on it and keeping an eye on you. You can go now. Shooting, Robert Steiner, 6780 West Sunset Boulevard. The victim is a Chris Majewski. Another name from the manifest? Na, dann mal hin. How many more friends of yours are gonna get bugged today? So, Robert Steiner. Aber ganz schnell hin. Wir wollen ja nicht, dass noch mehrere Leute hier irgendwie über den Haufen geschossen werden. Talk about tension. Wow. That was like being trapped in an elevator with a married couple who can't decide whether they love each other or hate each other. We go back a long way. You went too easy on him. Next time, you leave it to me. I know how to handle that smug son of a bitch. You don't. Jack will never give up his own men. Ja, ja. Wow, 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 wow. Meine Fresse. Hoho. Die fahren hier wie die kleinen Pömpels. Geht ja gar nicht. Also ich darf ja so fahren. Ich habe da eine schriftliche Erlaubnis für vorliegen. So. Just walked up and shot the man. Two of them officers, they went that way. Go on, get after them. Oh mein Gott. Hey du Knödel. Ja, fahr dagegen, du Penner! Ist alles gut. Das fällt ja keinem auf. Einfach gegendriven, dann passt das schon. Schadet ja nur dem Auto. Und selber ja gar nicht. Roy, würdest du mal bitte schießen? I can't take the shot from here, Cole. Hit him. Clear this asshole off the road. Fahr weiter! Huch! Ich hab eine Ampel kaputt gemacht, Entschuldigung! Das war Absicht. Ampeln sind ja sowieso überbewertet. Was schießt doch? Am besten auf die Reifen. Ey, die Lampen können da nichts für, dass du so scheiße fährst, ne? Lass die Lampen Lampen sein, du kannst die Ampeln umfahren. Ich sehe. Ja, ja, ja. Wow. Was? Komm mal hier so rum. Geht das? Hallo, beweg dich! Hallo. Ich bin von hinten rumgekommen.
Das hat sich jetzt gar nicht zweideutig angehört. Egal! Waren das vielleicht wieder zwei Leute von Mickey Cohen? Tatortgasse. Ich habe denen aber zwei Kopfschüsse gegeben. Warum bluten die jetzt da unten am Sack? Also am Bauch. Also, naja, egal. So. Ah, alle also, die auf der Liste draufstehen, die sollen getötet werden. Ah ja. An LAPD file. So verstehe ich das jetzt jedenfalls. All of the names on the list have a hit team assigned to them. Ah. Ah ja. Achso, was anderes können wir da nicht untersuchen. Ich dachte jetzt noch die andere Seite des Jacketts, beziehungsweise der Jacke oder was das jetzt auch immer ist. Aber das sieht schon wieder so komisch aus hier auf dem Boden. Dann scheint das wohl jetzt irgendwie am Spiel zu liegen. Wie gesagt, ich versuche das Spiel jetzt noch schnellstmöglichst fertig zu kriegen, damit wir dann uns von diesen Frames erholen können. Na, hallo! Untersucht die Pistole, also das Gewehr, also das Ding hier. So. Hä? Ja, was ist denn da noch? Da ist doch nichts weiter. Ach, jetzt können wir komischerweise die andere Seite noch machen. Das ist komisch. Mickeys Treffen um 21 Uhr beim Newsview-Gebäude. Mhm. Cohen is meeting with Sheldon tonight. So, was ist denn da? Eine neue Zeitung! Yay! Super! Skandal im LAP könnte bis ganz nach oben reichen. Prost. We can't allow that strumpet Brent Allen to bring down the whole administration. We've got to put a lid on the press. Can't someone talk to Harry over at the Times? It's too late. The Times would look ridiculous if we dropped the story now. Who is this Stoker? Stoker's a lily white. Nothing that will fix this in the short term. My law and order credentials are disappearing as we speak. Can we get Brenda to leave town? Yes, we can, but she won't go quietly. Brenda has extensive records. Can she at least lay low? That's already been taken care of. Mayor? District Attorney? Who is this guy? And what does he want, Horrell? The name's Roy Earle, detective, administrative vice. Aren't you one of the clowns that got us into this mess? Oh, I think that the orders regarding Brenda come down, not up, Mayor. I have a human interest story. It involves a certain LAPD cop, a hero from the war, who has let his beautiful wife and kids down, who has betrayed America for a German junkie whore, who has abandoned his pledge to the LAPD and his commitment to the public we all serve. It'd be all over the papers by tomorrow, and you would be off the hook. So what do you want in return, Roy? Fingering a fellow officer. So ein Arschloch! So, so. Hä? Können wir bei dem nichts machen? Okay. Also, wart mal ab, du. Du kriegst noch eins aufs Maul. Hoffe ich. So, bevor es hier weitere Frame-Einbrüche gibt, am besten ganz schnell weg hier. Oh, hallo. Lauf nicht so in Zeitlupe. Hey, wenigstens steht da keiner. They're taking out all the guys from the ship. Why? How does that get them the dope? They obviously don't know who has the morphine. Fangen wir da erstmal. They're waiting for someone to crack.
Und mal gucken, was wir da noch so holen können. Oh, wieder ein Wahrzeichen. Geile Scheiße. Wie viel haben wir jetzt schon? 16 von 30. Okay. Und ich wollte ja auch noch das eine Fahrzeug holen. Scheiß was drauf. Moment. Momentchen. Wo sind wir denn jetzt gerade? Nee, scheiß was. Halt. Stopp. Scheiß was drauf. Einmal hier umdrehen. Wir fahren mal ganz kurz hier geradeaus weiter. Weil wir da hinten nämlich noch ein verstecktes Fahrzeug holen können. Das holen wir uns eben noch. Weil wir es können. So, das müsste jetzt... Müsste jetzt hier gleich irgendwie auf der... Ah, hier. Auf der Seite, ja. Hallo. So, hier. Da kommen wir nicht rein. Okay. Wo kommen wir hier denn rein? Da kommen wir rein.